Also blaue Augen haben nur die Männchen. Meine Frau hat auch so grünliche Augen. Ist vielleicht nicht so ganz üblich bei uns, aber hier beim Kaisertetra, da ist das ganz normal. Da haben tatsächlich alle Männchen blaue Augen und die Weibchen alle grüne Augen. Das ist ja prima. Das ist eine Verrücktheit der Natur. Praktisch für uns Halter. Männchen und Weibchen unterscheiden, braucht man nicht lange suchen, nicht irgendwas erfinden, wo man meint, ah, das könnte doch sein. Der eine ist ein bisschen dicker, der andere ein bisschen dünner. Schau mir in die Augen, Kleines. Und schon wissen wir, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Also ich habe hier die Salinkrebse im Salzwasser. Das Salzwasser schütte ich natürlich nicht ins Aquarium. Wenn ich das reinschütten würde, ich schütte mal ein paar Tropfen rein, komm ein bisschen näher und dann seht ihr auf einmal, dass an der Stelle das Wasser ein bisschen anders aussieht. Nur Salz härtet natürlich das Aquariumwasser ganz stark auf. Die paar Tropfen, die machen jetzt bestimmt nichts aus. Aber eigentlich habe ich die Salinkrebse in der Wasserschale drin. Lasse ich leicht abtropfen, dann sterben die natürlich nicht. Dann bleiben die noch für eine Zeit am Leben. Genauso wie sie eine Zeit im Süßwasser überleben. Und dann nehme ich einfach das Netz, tue das ins Wasser rein und lasse dann die kleinen Salinkrebse alle raus und schwimmen. Und das ist natürlich eine super Ernährung hier für unser Ganze. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Kaisersame hier im Aquarium haben. Da sind auch schon ein paar schöne große Männchen. Erkennt man nicht nur an den blauen Augen, sondern die sind auch farbenprächtiger. Das ist mal ein toller Fisch. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, nächste Woche seid ihr wieder dran. Da hatten wir ja die relativ groß werdenden Zebra-Tilapia. Heute haben wir mal kleinere Fische. Kaisersame, eigentlich ein Fisch, so für fast jedes Aquarium. Empfohlen wird er sogar schon am 80 cm Aquarium. Kleinen Trupp von 5 Stück reintun. Natürlich im 200, 300 Liter Aquarium wird der Trupp dementsprechend größer. Kein Problem, aber bitte nicht im 80 cm Aquarium einen Trupp von 15 Stück rein. Wird ganz toll aussehen, hat nur einen Haken. Die Männchen in der Balzphase beanspruchen ein kleines Revier. Und dann jagen die, obwohl das eigentlich ein Schwarmfisch ist, die ganze andere Meute weg und die stehen dann ängstlich in der Ecke. Und wenn die Ecke zu klein wird, weil er so ein großes Revier beansprucht, dann wird dann natürlich schwierig, dann gibt es böse Beißereien und Verletzungen und so. Das wollen wir nicht. 80 cm, 5, aber schon im Meterbecken, im 200-Liter-Aquarium können wir 10 reintun und dann so weiter, also so, wie man es gerne hätte. Früher, als der kleine Norbert noch sein Aquarium hatte, da habe ich alles Mögliche drin gehabt, das wisst ihr ja mittlerweile schon. Kaisersalmer nicht, da haben mir die Leute immer erzählt, die sind ganz empfindlich und die kann man gar nicht halten. Stimmt gar nicht. Natürlich dadurch, dass das alles Wildfänge waren, waren die ja schon viel empfindlicher als Nachzuchten. Heute wird er in vielen Beschreibungen sogar als Einsteigerfisch gehalten. Da bin ich natürlich nicht für, habe ich ja schon ganz oft gesagt. Es gibt keine Einsteigerfische und keine Fische für Leute, die Profis sind. Sondern man muss sich bei jedem Tier einfach einlesen, einarbeiten, einen Fachmann fragen, sich das erklären lassen, sich an die Spielregeln halten und dann kann man eigentlich jedes Tier halten. Das gilt also jetzt nicht nur für Fische. Und der Kaisersalmer, der hat sich also so weit entwickelt, da hat man gesagt, nachzüchten kann man die auch alle nicht oder nur ganz schwierig. Heute weiß man, dass das ziemlich einfach ist, mit denen weiterzuzüchten. Also wir hatten sie früher schon immer mal in Schauaquarium, wo auch andere Fische dabei waren. Und dann nach einiger Zeit hat man hier und da immer mal einen Jungfisch entdeckt, der tatsächlich im Aquarium, im Gemeinschaftsaquarium überlebt hat. Was also bei vielen anderen Kleinsamern gar nicht funktioniert. Und die Zucht ist auch heute echt einfach. Wirklich nur ein kleines Aquarium nehmen, bisschen Laichsubstrat rein, ein Pärchen, vielleicht besser noch ein Männchen und zwei Weibchen da reinsetzen. Wenn man sieht, die Weibchen sind schön voll Laich und dann lässt man die ableichen, da kann in einen Laichvorgang an einem Tag bis 300 Eier, also bis 300 Junge kommen. Das ist auf alle Fälle mal spannend für jeden, der das wissen will. Und das Schöne dann ist auch noch, im Normalaquarium stellen die keine hohen Ansprüche an die Wasserqualitäten, klar bei der Zucht. Da muss ich schon weiches, saures Wasser haben,
dass das Ganze funktioniert. Aber das ist ja heute kein Problem mehr. Das kriegen wir ja hin. So, der Kaiser, sagen wir, wenn er so leicht zu züchten ist, ist er natürlich auch gut zu halten. Und die werden mittlerweile alle nachgezüchtet. Da wüsste ich überhaupt nicht, dass es da noch Wildfänger auf dem Markt gibt. Und nachgezüchtete Tiere sind natürlich immer viel robuster und einfacher zu halten als Wildfänger, weil die haben sich ja auf die Region, wo die gerade leben, auf Futter spezialisiert. Also in Kolumbien, wo die ursprünglich herkommen, die Wildgefangenen, die wir am Anfang auch immer bekommen haben, da leben die fast immer nur in sehr kleine Pfützen. Ja, wie kommt so ein Fisch in eine Pfütze? Natürlich schwimmt er auch weg. In der Regenzeit hat man auch in Kolumbien. Dann gibt es überall Bäche und Rinnsale. Und von da aus wandern die von einem Bach zum anderen, von einem Tümpel zum nächsten. Und wenn dann Trockenzeit ist, deshalb sagt man eigentlich, man findet sie nur in kleinen Tümpeln. Denn in Regenzeit kann kein Mensch durch den Urwald gehen und gucken, wo die denn jetzt schwimmen. Da ist ja alles überflutet. Aber wenn Trockenzeit ist, findet man die in Tümpeln. Und da stehen die also teilweise eng im Schwarm. Aber dann kann man davon ausgehen, da ist noch irgendein Räuber. Und dann haben sie den schützenden Schwarm. Und wenn kein Räuber ist, genauso wie hier im Aquarium, stehen die einfach so im losen Trupp nicht eng zusammen, sondern jeder hält so ein bisschen Abstand von anderen. Ja, und wenn wir ja natürlich dann ein Männchen haben, was sich paaren will, der schiebt dann auch mal alle weg und macht sich dann so eine Fläche frei, damit er da in Ruhe walzen kann. Also ich denke mal mit den Kaisersamer, man findet ihn auch übrigens unter dem Namen Kaiser Tetra, da haben wir für ein kleines Aquarium, mittleres Aquarium, so einen richtig tollen Fang gemacht. Schön Buntesser, lebt 4 bis 6 Jahre, manche sogar 8 oder 10 hat es auch schon gegeben. Ja, also im Mittelwasser, da fehlt ja manchmal noch ein Fisch. Und da hätten wir jetzt den richtigen, der ist dann noch schön bunt. Und das Tolle, das könnt ihr allen euren Freunden zeigen. Guckt mal, die Männchen haben blaue Augen und die Weibchen haben grüne. Das ist auf alle Fälle mal was anderes. Haltungscheck, nicht vom König, sondern heute vom Kaiser. Kaiser Tetra oder Kaiser Salmer. Der wird 4 bis 5 cm groß, in seltenen Fällen auch 6. Der ist schon für eine Haltung für ein 80 cm Aquarium, also so ab etwas über 100 Liter geeignet, für das große Aquarium natürlich auch. Wird im Durchschnitt 4 bis 6 Jahre alt. Die Geschlechtsreife wird im Allgemeinen so nach 5 Monaten schon eintreten. Dann sind sie so groß wie unsere hier, sind Freilaicher, das heißt, die verstreuen einfach die Eier. Da sehen wir nichts von. Wenn wir Glück haben, schwimmt mal einer im Aquarium rum. Oder eben bei Freileichern mal dieses Laich-Aquarium mit ein bisschen Gespinst rein. Ich sehe, die haben abgeleicht, fangen die Elterntiere raus und dann ziehe ich die dann groß. Ernährung, eigentlich so Allesfresser, aber nur alles, was gut schmeckt. Und gut schmeckt dem eigentlich alles, was es an Wasserinsekten gibt. Ob kleine Wasserkäfer, Larven, Mückenlarven, also Tubifex, Würmer, ganz egal, Fliegen von der Oberfläche, die fängt er sich alle. Und er hat ganz schöne kleine Zähne, der kann uns nicht beißen, das tut auf gar keinen Fall weh. Aber damit zerlegt er selbst eine große Fliege, da staunt man manchmal. Herkunft ist Kolumbien und damit sind wir natürlich wieder im sehr warmen Bereich, 23 bis 27 Grad hat er zu Hause. Ein pH-Wert von 5 bis 7,5, das hat also wieder mit Trockenzeit und Regenzeit zu tun. Regenzeit nur 5, dann haben wir fast nur Regenwasser. Trockenzeit ist auch viel mineralisches Wasser, was aus dem Boden kommt. Und dann geht natürlich die Gesamthärte und der pH-Wert hoch. Das heißt, Härte kann er vertragen von 1 bis 12. Geht auch langsam gewöhnen, 15. Aber am besten so unter 10, da fühlt er sich am wohlsten. Im Gegensatz zu dem Zebra-Tilapia von letzter Woche mag er Pflanzen. Also genau so ein eingerichtetes Aquarium, wie wir haben, wo Unterstände, wo Verstecke sind. Aber wenn er sich sicher fühlt, ist er dann nie drin. Dann schwimmt er vorne und offen. Aber wenn er sich mal erschreckt, dann weiß er, wo er hin muss. Und je mehr Verstecke da sind, umso sicherer fühlt er sich. Das kann man mit Höhlen machen, mit Baumwurzeln. Aber so wie hier, viele Pflanzen, die wirklich Verstecke bilden, da fühlt er sich schon wohl. Ja, und wenn ihr solche im Aquarium habt, dann passt immer mal auf. Hin und wieder könnte man ein kleiner überleben, sogar im ganz normalen Gesellschaftswecken. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, bis dann.